Ja, das war jetzt auch nicht mein Ziel. So. Gut, dann bauen wir jetzt einmal hier rüber. Ah, das können wir eigentlich von unten machen. Müssen wir nicht mal von oben machen. Wow, es war so klar, dass das passieren wird. So, dann hier drüben einmal. Ach ja, dafür brauchen wir auch nochmal Stämme. Ich würde fast vergessen. So, und dann haben wir jetzt alles schon gesichert. Gehen wir mal jetzt hier noch. Mit dem Kaktus im Rücken fühle ich mich nicht wohl. Jetzt hat der Kaktus mein Block zerstört. Danke, lieber Kaktus. Wow, jetzt liegt sie oben drauf. Au! Ja, lieb Kaktus. So. Okay, habe ich noch welche? Ja, habe ich. Und dann haben wir schon mal die unterste Reihe fertig. Och Mann, warum? So und dann so. Perfekt. Dann klettern wir jetzt wieder aufs Dach drauf. Danach müssen wir mal gucken, wie wir es ausleuchten. Na. Manchmal drücke ich zu schnell oder manchmal drücke ich gar... Warum immer so große Bäume, Jungs? Und dann vor allem auch über den Bambus, damit er ja nicht wachsen kann. Ja, ja. War ja so klar. Ach, Mann. Das darf nicht wahr sein. Okay, wir gehen mal kurz rüber, um das eine Ding da zu retten. Wir werden auf jeden Fall noch mehr Treppen brauchen, als die, die wir haben. So. Perfekt. Dann nehmen wir jetzt nochmal hier mit. Und dann haben wir es ja eigentlich schon fast. So im Gesamten. Das, also das Lager meinte ich. Das sind bei dem Spiel werden wir wahrscheinlich noch weiter dran hängen. Okay, das ist ungünstig. Ich habe kein Holz mehr. Wir gehen aber erstmal schlafen und danach gehen wir das mit dem Holzproblem an. So nachts schlafen. Warum bin ich eigentlich immer so schnell im Bett? Wir könnten mal gucken, was wir rauswerfen. Wir haben jetzt 52 Eichensetzlinge. Wow. Also, Eiche wird uns so schnell sicherlich nicht ausgehen. Ich will hier raus. Ah, wir könnten mal jetzt endlich mal noch eine Schaufel machen. Eine Schaufel. Schaufel. So, dann haben wir wenigstens mal wieder ein Schaufelwerkzeug. Einmal hier hoch. Und einmal dort hoch. Und dann hier runter. So, dann haben wir schon mal den Baum wieder klein. Und dann setzen wir aber auch direkt wieder einen neuen. Nachdem die Blätter sich hier ein bisschen aufgelöst haben. Damit wir direkt auch weiter mit Schwarzeichenholz versorgt sind. Ich bin der Meinung, man hat früher mal ein bisschen mehr aus dem rausgekriegt, aus den Schwarzeichenholzdingern. Oh, das ist nur ein Gefühl, das mich auch täuschen kann. So. Dann einmal hier. Wo ist meine Heizenkörner? Da. Und da. Und ihr Hühnchen seid noch klein. Oder. Das Hühnchen ist noch klein, weil ihr könnt... Ich hab nur ein kleines Hühnchen. Nein, nein, Schaf, du bleibst drin. Oh, ich will kein... Mann, du musst mal gute Eier bringen. Hm, nicht so schlechte Eier. Oh. Was davor war, ein Setzling? Kann ich aufgefallen. So, jetzt nicht mehr auf jeden Fall. So, dann ein bisschen Birkenholz. Also... Wenn die Eichen weiterhin so groß werden, brauche ich tatsächlich teilweise nur noch einen Baum anpflanzen für die Eichen. So, dann nehmen wir mal die Erde, die ich hier habe. Und klettern hoch.
So. Das sieht eigentlich gut aus, dass das alles außerhalb ist. Hier ist noch ein versteckter Block. Sieht aber auch nur gut aus. Wir müssen einfach hoffen, dass das reicht. Jetzt muss ich gleich nochmal hier hoch. So, den mal noch weg. Dann den und den. Dann die beiden und die beiden. Dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Dann können wir uns hier runterbuddeln. Und den da noch kaputt machen. So. Was haben wir denn an Schwarzeiche? Ja, Schwarzeiche sieht nicht so pralle aus. Da fehlen zwei. So. Das haben wir jetzt auch schon Setzling gesehen. Ja gut, bei dem Krone. Ist kein Wunder, dass die Setzlinge überall hinfallen. So. Dann hier nochmal komplett. Gut, dass ich hier direkt zwei Äxte gemacht habe. Wofür können wir Bambus eigentlich noch gebrauchen? Können wir denn sowas Bambus machen? Sticks! Okay, aus Bambus kann man Sticks machen. Eigentlich gar nicht so schlecht. Weil Bambus wächst relativ schnell eigentlich. Finde ich. So. Erstmal noch unser Brot futtern. Dann das wieder hinsetzen. Da kommt jetzt so viel runter. Aber wir haben jedes Holz getroffen. Das finde ich immer sehr gut. So. Warum muss eigentlich alles ins Wasser fallen? Hallo. Ja gut, wir gucken gleich nochmal vorbei und dann sammeln wir alles ein, weil wir jetzt jedes Mal da rumrennen, um alles einzusammeln, ist auch blöd. So, wir haben jetzt über den Stack Eichensetzlinge. Ja, Eiche wird uns auf jeden Fall nicht mehr ausgehen. So, was ich mir gerade frage, was ich machen wollte. Ach genau, ich wollte nochmal Zäune machen. Zäune sage ich und Treppen meine ich. So, dann gehen wir jetzt wieder hoch. Dann machen wir mal Treppen aus der Schwarzeiche. So, dann nochmal. Und noch ein letztes Mal. Perfekt. Müsste ja eigentlich fast reichen, oder? Okay, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bezweifle es. Nein, ich glaube, es reicht nicht. So, dann machen wir jetzt mal kurz hier. Dann haben wir hier schon mal auf jeden Fall eine weitere Reihe. Ich muss mal überlegen, wie wir das unten mit der Beleuchtung machen, weil ich habe gar nichts großartig zum Ausleuchten. Na gut, ich könnte mal Fackeln machen. Das wäre mal eine Idee. So, dann machen wir mal hier. Dann einmal hier. Und dann haben wir das auch schon. Perfekt. Und dann einmal hier hoch. Und dann mal dort hoch. Und dann können wir jetzt hier einmal weitermachen. So, dann noch einmal. Das reicht nicht, nein. Also ich bezweifle, dass es reicht. So. Nee, reicht nicht. Ah, aber fast. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schwarzeichenholzbaum. Dann müssten wir es eigentlich fertig kriegen, das Dach. Dafür haben wir schon mal eine Seite fertig, glaube ich. Ja, fast. So. Fast eine Seite. Okay, dann hätten wir das. So, ihr beiden seid groß.
Mist. Kommt mal her, ihr beiden. Ich hab was für euch. Und es ist nicht mal... Na doch, es ist Inzest. Weil das eine Hühnchen ist ja aus dem anderen Ei gespawnt. Ja, Schafi, ich weiß. Aber ich habe dich gebraucht, um Wolle hinzukriegen für mein Bett. So. Dann... Einmal hier. Dann können wir jetzt hier die Dings einsammeln. Die Sachen von dem Eichenbaum. Nochmal ein bisschen Bambu. Oh, wir bräuchten echt sowas wie Spinnen. Weil dann könnte ich dieses Gerüst bauen. Aber aus Bambu kann man ja sonst nichts machen, oder? Kann man ja gucken mit Minecraft-Wiki. Okay, Bambus. Ja, mit Bambus können wir machen. Pandas droppen einen Bambus, wenn sie getötet werden. Was? Ich will eigentlich keine Bambus. Bambus kann im Dschungel als Trödel gefischt werden. Bambus kann in Truhen von Verliesen, Schiffswracks und Dschungeltempeln gefunden werden. Okay, jetzt ist ja, wo wir Pandas herkriegen. Verwendung kriegen wir hier. Um Pandas in Paarungsbereitschaft zu versetzen, kann man sie mit Bambus füttern. Dabei müssen sich jedoch 8 Bambusblöcke innerhalb von 5 Blöcken um die Pandas befinden. Okay, gut zu wissen. Blumentopf. Bambus kann als Dekoration in einen Blumentopf gesetzt werden. Aus Bambus kann man machen einen Stock und das Gerüst. Und das war's. Okay, oder man kann sie als Brennstoff verwenden. Okay, aus Bambus kann man echt nicht viel machen. Aber wohl Brennstoff ist eigentlich gar nicht so dumm. So, das heißt, man braucht 4 Bambus für einen ganzen Gegenstand. Okay, also... Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh, es ist dunkel. Ich hätte vielleicht mit Escape pausieren sollen und nicht mit Enter. Mit E meinte ich, mit Inventar. So. Eigentlich wollte ich, wenn ich es nicht vergesse, werde ich es einfügen, das Bild, was ich gehabt hatte. Weil eigentlich wollte ich es euch zeigen, aber ich bin gerade zu blöd, das einzustellen, dass man meinen Internetbrowser sieht im Aufnahmeprogramm. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse es mal doch lieber. So, weil ich kann halt meinen Desktop nicht aufnehmen. Oder ich möchte meinen Desktop nicht aufnehmen, so will ich das sagen. Genau, ich muss meinen Desktop nicht aufnehmen. Punkt, fertig, aus. Da gibt es keine Begründung für. Ich will es einfach nicht. Fertig. Oder ich muss es ja nicht begründen. So will ich das eigentlich sagen. Gut, dann brauchen wir nochmal ein bisschen Schwarzeichenholz. Genau, dann können wir eigentlich mal hier drüben direkt einen neuen setzen. So. Der Vorteil, dass ich gerade nur im Inventar war und nicht im Escape im Menü, weil ist das jetzt alles gewachsen ist ein bisschen. Wenn auch nicht viel. Weil so lange stand ich jetzt nicht rum, um zum Ausprobieren, ob ich meinen Browser zeigen kann. So. Muss mich damit mal genauer beschäftigen. Mal wann anders. Also außerhalb der Aufnahme, will ich eigentlich damit sagen. Nicht wann anders, sondern außerhalb der Aufnahme. Mal schauen. Dann haben wir es gleich geschafft. Perfekt. Fertig. Dann haben wir direkt ein Setting bekommen. Mal kurz den Eimer wegpacken. Damit ich hier... Ja, wir müssen schon mehrere Setzlinge bekommen haben, aber wir haben schon wieder 12. Und 4 habe ich ja gerade gesetzt. Ich hatte 14. Ah, da habe ich schon mal beim Abbauen einen bekommen. So. Na, ihr Hühnchen? Ich will kurz mal eure Eier holen. Oder das Ei holen. So, okay. Dann haben wir jetzt das. Und dann können wir jetzt, mal mit dem M aufhören. Ich weiß nicht, ob ich das sage ständig. Mein Gehirn arbeitet zu langsam. Eindeutig. Okay. Dann brauchen wir jetzt so. Und dann machen wir mal so. Jupp. Dann nochmal so. Jupp. Und dann nochmal so.
fertig. Das müsste ja jetzt reichen eigentlich für den restlichen Kladderadatsch da oben. Wenn nicht, ist das sogar schon ein bisschen zu viel Holz. Aber nicht schlimm, Treppen kann man eigentlich immer gebrauchen. Nein, kann man eigentlich nicht. Na, je nachdem, vielleicht bauen wir noch ein zweites Haus, dann können wir es auf jeden Fall noch gebrauchen. Wobei ich ja eben belegen bin, ob ich noch ein zweites Haus dazu baue, wo wir dann Öfen und sowas reinstellen. Weil, so im Anhieb gedacht, ist das wahrscheinlich in der Rakete auch keine gute Idee, wenn wir das da dauerhaft haben. Dann haben wir die Rakete einfach zum Schlafplatz. Das ist einfach unser Schlafplatz. Und genau. Dann ist das einfach unser Schlafplatz. Fertig aus. Gibt doch keine Erklärung für. So. Ja, waren ein paar zu viele. Dachte ich mir schon fast. Na, könnten wir bitte mal weggehen? Danke. So. Dann haben wir das Dach fertig. Ja, es ist genau die eine Treppe, die uns jetzt fehlt, weil eigentlich hätten wir 24 übrig. Aber weil mir die eine Treppe ja am Kaktus kaputt gegangen ist, haben wir nur 23. Aber ist ja auch nicht wild. Also wie gesagt, wir könnten es. Vielleicht finden wir eine Verwendung dafür. So, Schwarzeiche ist eigentlich allgemein immer eine gute Idee, weil Schwarzeiche bringt relativ viel. Wobei, was auch viel bringt, sind diese großen Fichtenbäume. Ich habe nur gelernt, dass in der neueren Version diese Fichtenbäume plötzlich den Boden verändern, weil diese großen Fichtenbäume mittlerweile den Boden dann zu Potzel, glaube ich, ändern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Hier. Sie spielt aus einem 2x2 dicken Stamm aus Fichtenstämmen mit einer Krone aus Fichtenlaub. Sie können bis zu 30 Blöcke hoch werden. Wachsen sie aus Setzlingen, wird Erde, Gras oder grobe Erde im anliegenden Untergrund durch Potzol ersetzt. Es gibt zwei Arten von Riechenfichte, die beide zufällig aus den Setzlingen entstehen. Entweder mit kahlem Stamm und kleiner Krone oder wie eine große Version der normalen Fichte. Ja, das ist genau das, was ich meine. Die Riesenfichten, das war früher anders auf jeden Fall. Die Riesenfichten lassen aus Erde Potzol werden. Das heißt, wir können die Fichte nicht einfach hier irgendwo hinsetzen. Also ich glaube, die kleine Fichte macht das nicht, nur die Riesenfichte. Aber wir können sie trotzdem nicht einfach irgendwo hinsetzen und dann haben wir irgendwo Potzol halt. Müssen wir schon genau überlegen. Obwohl, wir haben eigentlich genügend Erde, das heißt, wir nehmen jetzt ein bisschen Erde. Viel Stein habe ich leider nicht, aber habe ich ein bisschen Holz. Ja, ich habe ein bisschen Fichtenholz. Dann machen wir jetzt das Ganze einfach. Wir bauen uns jetzt einfach ein bisschen in die Richtung. Oder wollen wir das in die Richtung machen? Ich weiß halt nicht, wie der Radius ist. Das steht da jetzt nicht. Wisst ihr was? Wir bauen uns einfach ein Stück hier. Ich will mich eigentlich nicht mit der teuren, mit dem teuren Dings darüber bauen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir hier eine Fläche von... Was ist angemessen? 8x8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Weil dann machen wir das mit den Fichtenbäumen doch tatsächlicherweise, aber wir machen das halt auf Safety-Tour. Das heißt, wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir bauen eine Plattform abseits meines Zuhauses. Aber wenn wir damit die Wüste ein bisschen bedecken, sage ich jetzt mal. Aber yep. Ich habe ja gerade das Problem vorgelesen. Die Erde verwandelt sich in Potzol und das wollte ich eigentlich nicht haben. Was? Wie kann denn das sein? Das Deck mitgenommen. So. Eigentlich wollte ich jetzt nochmal... Eigentlich wollte ich ja was nutzen zum Drumherum bauen jetzt. Damit das schnieke aussieht. Aber das ist ja auch blöd. So, machen wir erstmal eine Brücke. Und was mal aus Eichenholzbrettern. Mist. Nochmal Mist. Wieso nimmst du nichts auf? Das ist ja
Was denn du für ne... Danke. So. Da nehmen wir mal ein paar Dinger und dann können wir das hier ein bisschen umwandeln. Und ein paar wenige. So. Dann nehmen wir einfach mal so Vierer-Dings breit. Dann können wir schon mal nicht runterfallen. Auch wenn da jetzt noch kein Zaun ist. Zaun müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. So, dann machen wir mal so und dann bauen wir das hier wieder ab. Und dann bauen wir das dahin. Gut, dann hat sich das Problem schon mal in Luft aufgelöst. Das heißt, hier kann die Erde gerne Potzul werden. Aber auf meiner Hauptinsel nicht. So, einmal hier rüber. Perfekt. Dann einmal hier rüber.